Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty. Ja, wir sind jetzt nicht mehr in Stalingrad, sondern sind jetzt in Warschau, in Polen, und haben das Ziel, die Panzerfabrik der Nazis hier zu sichern. Und das machen wir auch gleich mal. Wir haben ein Scharfschützengewehr und wir haben die PPSH, das ist sehr geil. Scharfschützengewehr ist tatsächlich ein bisschen wichtiger. Peng. Ich werde es generell, werde ich das Scharfschützengewehr sehr viel benutzen in den nächsten Missionen. Alter, geh mir aus dem Schussfeld, du blöder Hammel, ey. Meine Güte, wie soll ich den Gegner eliminieren, wenn ihr mir immer im Weg rumrennt? Blindfische. So. Also ich werde sehr viel zwischen PPSH und dem Scharfschützengewehr wechseln. Sehr viel. Na, wo ist er? Da lief doch eben noch einer. Grundsätzlich sind diese ganzen Missionen nicht schwer. Na komm! Wo ist denn der jetzt? Mist, ey! Ja, okay, komm, machen wir das im Nahkampf. Das reicht mir jetzt. Das ist mir jetzt zu blöde. War klar, dass ich jetzt mal volle Granate in den Baum reinschieße, ne? Aber so ist das normal. Ja, genau, mach die Tür auf. Ja, ja, blubbert nicht rum. Wie gesagt, die Missionen sind jetzt nicht mehr... Na gut. Na, sie haben schon noch einen gewissen Schwierigkeitsgrad, aber... Na komm schon, zeigt euch. Ich weiß, dass ihr hier sitzt. Na los, kommt rein, rein, rein. Gebt mir Deckung. Ich schieße gerade ein bisschen mehr, sehr ungeschickt, das nervt. Also bevor ich das erstmal probiert habe, habe ich deutlich besser gespielt. Habe ich mir nämlich ohne Verletzung hier reingekommen. Echt ätzend. Boah. So, weiter. Tschüss, verrecken. Ich find's immer so lustig, wenn du die umnietest und diese Helme immer so hochfliegen. Aber das bin ich so fast tot, ey. Ja, geil. Ihr seid solche Superhelden. Wenn die mich nicht immer blockieren würden. Das waren zwei. Sehe ich irgendwo Medkits? Ah, da, sehr gut. Genau das, was ich jetzt brauche. So doof, wie ich mich angestellt habe. Aber wenigstens habe ich das hier einigermaßen sinnig gelöst. Von daher sollten wir jetzt ganz gut vorankommen. Du bleibst auch liegen. Meine Güte. Dann helfen wir eben unseren Freunden da draußen. Okay. Oh, die Panzerhalle. Ja, das wird jetzt auch lustig. Okay, Scharfschützengewehr. Lass mich vorbei, du. Okay, Scharfschützengewehr. Ah, klar, dass er sich jetzt duckt. Der ist ja... Jetzt hab ich den Ruder oben. Wo bist du? Bang. Okay, wo ist der nächste? Hier sind noch ein paar mehr. Da ist der nächste. Ah, der hat sich jetzt versteckt. Mist. Komm, wo bist du? Ich krieg dich. Da ist auch keiner zu sehen. Da ist er. Hallöchen. So. Ah, laden wir mir schon das Scharfschützengewehr nach.
oben ist noch einer. Oh, ich sehe den nicht. Aber ich weiß, dass er da ist, weil ich da eben die Schüsse gesehen habe. Hm. Genau. Bleib gefälligst liegen. Wo ist der Kerl da oben? Da ist er doch! Drecksack! Geht doch! Gut, Medkits gibt's hier nicht, also können wir gleich weiter tüdeln. Na komm, ich geh einfach drauf und lass mich in Ruhe. So, Scharfschützengewehr zur Hand nehmen. Okay. Ja, ist egal, machen wir weiter. Lassen wir die Nazis Nazis sein. Die Kollegen können sich da schon drum kümmern. Sind wir da hinten rein? Nicht. Komm, explodier einfach. Peng. Aber ich habe, glaube ich, keinen erwischt. Okay. Spiel gespeichert. Schön. Es geht weiter. Da ist der nächste Hayo. Auch erledigt. Oh, eine große weite Halle, das war so klar. Na los, kommt schon, Jungs. Beeilt euch. Geht raus. Raus aus der ersten Fabrik. Und rein in den etwas schwierigeren Teil. Die sind erledigt, super. Aber hier gibt es natürlich wieder mal kein Medikit oder sowas. Aber dafür kriege ich hier noch Granaten, die ich aber nicht gebrauchen kann. Ups, sorry, ihr gehört ja zu mir. Tut mir leid, ich habe nichts gemacht. Okay, jetzt dürft ihr doch mal reingehen und mir Deckung geben, ihr Knalltüten. Verdammt nochmal. Ah, kann diese KI auch mal einmal was richtig machen? Was ist mein Scharfschützengewehr? Ja, jetzt, wo ich das Scharfschützengewehr raushole, triffst du den, du Knaller, oder was? Du bist ja auch ein Held, ey. Ah! Fuck, ey. So, der ist auch erledigt. Aha, Versager. Gut, das wäre die Granate gewesen für die beiden Jungs da oben. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nein, ist nicht. Dann gehen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Oh, da ist. Na dann, schnell. Zack. Auch erwischt und ich habe nur noch 32 Schuss in dem scheiß Ding. Das ist nicht schön. Das muss jetzt noch reichen. Ah komm, muss ich halt wechseln auf die MP40 mal wieder. Weil ich es tatsächlich jedes Mal schaffe, meine Magazine leer zu schießen. Ich werde das Ganze auch noch mit. Hier, da liegt noch mehr MP40 mal Munition rum und die 174 Schuss müssen jetzt für den Rest der Mission reichen. Und diese Knalltüten sollen aufhören, mir im Weg rumzustehen. Ziel erfüllt. Oh, okay, die Mission ist schon vorbei. Ja gut, dann hätte ich jetzt auch nicht mehr das Ding wechseln müssen.
Aber vielleicht ganz nützlich, wenn wir in der nächsten Mission mit dir die gleichen Waffen haben sollten. Also ich sag mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Call of Duty. Und dann sind es, glaube ich, tatsächlich nur noch drei Missionen, um die Russenkampagne zu beenden. Bis dann.